Ihren Glauben und ihre Kultur haben sie mit nach Hannover gebracht. Russland, Deutsche und Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion. Mehr als 20.000 leben hier, eine der größten Zuwanderergruppen. Die vielen muslimischen Flüchtlinge bewegen die Menschen. Es geht um Ängste und Propaganda, um das, was man glauben kann und was nicht. Also man hat Angst, jetzt die Kinder vielleicht auch allein zu lassen. Ob das jetzt der Weg zur Schule ist oder der Weg zu den Freunden. Hier, sehen Sie, ich habe immer ein Pfefferspray dabei. Das ist ja nicht gesetzeswidrig. Man sollte die Menschen nach der Kultur oder dem Glauben auswählen, wenn man so viele aufnimmt. Denn zwischen Christen und Muslimen ist doch ein großer Unterschied, eine Grenze. Tiefe Verunsicherung, die auch in Hannover Russlanddeutsche und andere russischsprachige Migranten auf die Straßen trieb, wegen der angeblichen Vergewaltigung einer 13-Jährigen in Berlin. Eine Lüge, ebenso wie die Behauptung einer Frau in diesem Film eines russischen Militärsenders über angeblich chaotische Zustände in Berlin. Die Frau, angeblich aus Hannover, behauptet in dem Propagandavideo, in einem Flüchtlingsheim sei eine Bekannte vergewaltigt und ermordet worden. Eine erfundene Story, so die Polizei. Übers Internet macht eine Allianz russischer Nationalisten mit verbündeten Rechten, Russlanddeutschen und russischsprachigen Einwanderern Stimmung. Da ist die Rede von der Verteidigung der Interessen der deutsch-russischen Gemeinschaft in Deutschland und sogar von der Wiedererrichtung einer russisch besetzten Zone, um Ordnung zu schaffen. Putins Russland unterstützt das offenbar, sagt Historiker Alfred Eisfeld. Das ist nach meiner Wahrnehmung ganz einfach der Versuch einer Destabilisierung der deutschen Gesellschaft. Aufrufe über soziale Netzwerke haben sie auch bei der Landsmannschaft der Russlanddeutschen erhalten und meist sofort gelöscht. Die meisten der mehr als 3 Millionen Russlanddeutschen sind gut integriert, wollen von den Parolen nichts wissen. Warum verfängt dennoch bei einem Teil die offenbar aus Russland gesteuerte Angstmache? Sie sind unsicher, sie haben vielleicht keinen Arbeitsplatz. Sind unsicher, wie geht's denn weiter und so, da ist die Angst. Es gibt einen Teil, also die sich nicht so gut integriert haben, die gucken nur russische Fernsehen, die lassen sich beeinflussen, das kann man auch nicht verneinen. Und auch ihre Erlebnisse mit Muslimen in den früheren Sowjetrepubliken, vor allem in den unruhigen 90er Jahren, haben einen Teil von ihnen geprägt. Bei dem Zerfall der Sowjetunion damals Mitte 90er, da kam es ja also in den Ländern, also in Mittelasien, da gab es schon also Auseinandersetzungen mit muslimischen Leuten. Und also diejenigen, die in der Zeit also ausgewandert sind, die haben diesen Ängste mitgebracht. Ihre Ängste und die Frage, was man glauben kann. Hier setzt die russische Propaganda an und schürt Unsicherheit bei den Russischsprechenden in Deutschland.